Lass uns einmal über die Frage nachdenken, was wäre, dieser Parteitag war ein guter Anlass, mal darüber nachzudenken, wenn Sie Bundeskanzler von Deutschland wären. Was wäre das für ein Land? Habe ich mich gefragt. Und gleich die erste Frage, würden Sie angesichts der aktuellen Situation, würden Sie Panzer in die Ukraine schicken? Ich habe das auf dem Parteitag gesagt und ich befinde mich damit in Übereinstimmung mit der FDP und den Grünen. Wir hätten dafür eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Ich hätte die Exportgenehmigung für die Marder-Panzer, die auf dem auf den Höfen der Industrie stehen, die nicht in der Bundeswehr im Einsatz sind, sondern die da sind und die zur Verfügung stehen, um der Ukraine zu helfen. Ich hätte diese Exportgenehmigung erteilt, ja. Sie würden jetzt Panzer liefern? Ich würde diese Exportgenehmigung erteilen, damit sie geliefert werden können. Übrigens, diese 100 sind dann sukzessive nur einsatzbereit. Die gehen nicht alle 100 am selben Tag darüber. Aber wir haben jetzt fast 7 Monate diesen Krieg. Wir sehen, dass die Ukraine erstaunlich gut aufgestellt ist, sich wirklich zu verteidigen. Mhm. Aber wir hätten mehr tun können. Und das ist übrigens nicht nur meine Meinung, das ist die Meinung sehr vieler anderer Europäer, die im Augenblick darauf warten, dass Deutschland eine Entscheidung trifft. Alexander, wie schauen Sie da drauf? Er hat da recht. Das ist so. Und das Interessante ist, so etwas passiert ja im Parlament sehr selten, dass die Opposition die Richtung vorgeben kann. Normalerweise sagt die Opposition ja, hat ja die Rolle des Kritikers. Und das ist schon mal gelungen, weil Olaf Scholz hat sehr lange gezögert, bis der Bundestag einen Beschluss gemacht hat, dass auch schwere Waffen in die Ukraine geliefert werden. Und das hat Scholz erst gemacht, als die Grünen und die FDP ihm von der Fahne zu drohen gingen. Nämlich in die Richtung von Herrn Merz. Und das ist so gewesen. Und ich finde es hocherstaunlich, dass das jetzt wieder passiert. Also es ist wieder so, man hört die Stimmen aus der FDP, man hört die Stimmen aus den Grünen, man hat seine Ansage vom Parteitag, man hört das Winken mit dem Zaunpfahl oder man sieht es aus Amerika, die Osteuropäer hört man sowieso. Und wieder ist Scholz der Getriebene. Und das finde ich ganz erstaunlich, weil ich hätte gedacht, er hat aus dieser ersten Episode gelernt, aber augenscheinlich läuft das jetzt wieder so ab. Ich meine, am Ende bewegte sich ja. Also Deutschland hat ja auch Waffen geliefert. Es ist ja nicht so, dass Deutschland nichts getan hätte. Aber es ist so, dass Scholz mindestens kommunikativ, aber auch ein Stück weit in der Sache auf dieser Rolle des Zögerers beharrt. Finde ich ganz erstaunlich und verstehe ich auch nicht richtig. Das andere große Thema, Herr Merz, die Frage der Energie. Ich habe einen interessanten Satz von Ihnen. Sie sagten, Energie hätte ich längst aus dem Wirtschaftsministerium ins Kanzleramt rübergezogen. Ja. Warum? Ich habe das in einen Zusammenhang gestellt. Ich habe gesagt, es wäre an der Zeit gewesen, und zwar schon sehr viel früher als heute, schon unmittelbar nach dem Beginn des Krieges und der Reduzierung der Gaslieferungen, eine Art Energiesicherheitsrat zu schaffen im Kanzleramt. Mhm. Und ich bin mittlerweile der Auffassung, dass wir in Deutschland nach amerikanischem Vorbild, britischem Vorbild, französischem Vorbild eine Art nationalen Sicherheitsrat brauchen. Die Politik in Deutschland ist zu wenig strategisch und sie ist zu wenig koordiniert. Und schauen Sie, ich will ein Beispiel sagen. Die Rede, die Frau Lambrecht jetzt zur Verteidigungspolitik gehalten hat, ist eine schöne Rede. Aber ihr wird sofort widersprochen aus den Teilen der eigenen Koalition. Und sie beinhaltet im Grunde genommen offene Widersprüche zum tatsächlichen Handeln dieser Bundesregierung. So etwas muss abgestimmt sein. Also sinngemäß hat sie gesagt, wir müssen militärische Führung übernehmen. Wir sollen führen und gleichzeitig am selben Tag verweigern sie die Führung in diesem Konflikt. Und das ist einfach etwas, was ich finde, darf eine deutsche Bundesregierung so nicht machen. Es trägt zur Verunsicherung bei, es löst kein Problem und es löst wieder neue Konflikte in der Koalition aus. Frau Lambrecht hält diese Rede, die Grünen widersprechen dem Export. Das muss stärker konzentriert und gebündelt werden. Und in einer solchen Situation muss es auch in der Energiepolitik geschehen. Mit welcher Konsequenz? Also, mit der Konsequenz, dass es ein einheitliches Vorgehen einer Bundesregierung gibt, die sich untereinander einig ist und die nicht so von Versuch und Irrtum getrieben wird wie diese. Ich meine, wir sind jetzt noch mal, wir sind im 7. Monat dieser Krise. Der Bundeskanzler hat am 27. Februar eine Zeitenwende ausgerufen. Diese Zeitenwende muss dann aber auch durch Regierungshandeln unterlegt werden. Und da erwarte ich einfach, dass im Kanzleramt der Bundesrepublik Deutschland das jetzt noch mal in der Personenzahl verdoppelt wird, dass da wenigstens diese Aufgaben geleistet werden und dass da eine vernünftige Koordinierung der Politik stattfindet. Und würde mit Blick zum Beispiel auf die AKW, da kommt Frau Pittel gleich ins Spiel, was bedeuten, was hätten Sie gemacht mit den Atomkraftwerken? Ich hätte in dieser Frage zunächst einmal meine eigene Meinung sehr frühzeitig gesagt und hätte versucht, in der Koalition dafür eine Mehrheit zu bekommen. Und ich hätte auch dafür gesorgt, dass das im Sommer entschieden wird und nicht im Herbst diskutiert wird. Schauen Sie, wir hätten die Brennstäbe für die 3 laufenden Kernkraftwerke. Ich will jetzt nicht über die 3 reden, die wir im letzten Jahr stillgelegt haben. Da geht mindestens 1 nicht mehr ans Netz. Das ist technisch nicht mehr möglich. Aber reden wir mal über die 3, die
die noch am Netz sind. Wir haben der Bundesregierung angeboten, wir machen eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages im Sommer und machen eine entsprechende Änderung des Atomgesetzes, damit diese Brennstäbe bezahlt werden können. Sowas muss man doch entscheiden. Da kann man doch nicht warten. Was wir jetzt, wir sind jetzt Mitte September. Das heißt, Sie hätten die Dinger weiterlaufen lassen? Ich hätte die Entscheidung versucht, in der Regierung herbeizuführen, die laufen weiter. Und ich hätte auch den Betreibern gesagt, besorgt neue Brennstäbe. Und wie lange hätten Sie die weiterlaufen lassen? Ich würde aus heutiger Sicht sagen, wir sollten bis Ende 2024 einen Zeithorizont auch ins Gesetz schreiben. Das sind die nächsten beiden Winter. So, und die beide sind kritisch. Und wir laufen jetzt in einen Winter hinein, wo uns diese Leistung fehlt. Wir können es ja auch in Gigawatt übersetzen. Es sind 5 bis 6 Gigawatt Leistung, die da einfach fehlt. Sie kommen immer mit der Zahl, das klingt immer so bedrohlich, 10 Millionen Haushalte. Naja, der Habeck-Blackout. Frau Pittel hat recht. Ich sag mal so, es droht ein Blackout. Ich weiß, was ein Blackout bedeutet. Aber wissen Sie, wir müssen auch einen Blick auf das Ausland schauen. Wir kriegen im Augenblick keinen französischen Atomstrom in dem Umfang wie sonst. Jedes Jahr im Sommer fahren die Dinger runter. Im Winter brauchen wir die wieder. So, und dann sagen uns die Franzosen im Winter, ihr habt doch selber noch 3, warum wollt ihr unsere haben? Ja? Ich finde, auf die Argumente muss man doch vorbereiten. Norweger, auch Schweden sind mittlerweile angefressen offensichtlich. Ziemlich. Es gibt in ganz Europa ziemlichen Unmut über die Deutschen. Und zwar einmal in der Verteidigungspolitik und jetzt auch in der Energiepolitik. Und das, meine ich, muss doch ein Bundeskanzler versuchen zu vermeiden. Und ich hätte von ihm erwartet, dass er über den Sommer mit seinem Kabinett in diesen zwei entscheidenden strategischen politischen Fragen eine vernünftige Lösung hat und mit dieser Lösung in den Herbst geht. Frau Pittel, Sie sagen, diese Zahlen, mit denen da immer operiert wird, das macht den Leuten Angst. Deswegen reden wir auch darüber. Und mir geht es ähnlich irgendwie. Das klingt so nach Apokalypse. 10 Millionen Haushalte, Blackout und was da alles so in die Diskussion geworfen wird. Sie sagen, das ist Schwachsinn. Es gibt keinen Blackout, so wie wir uns oder wie das klingt. Nein, das sage ich nicht. Ich sage es selbst vor 2 Jahren. Ist immer die Wahrscheinlichkeit, wenn sie auch gering ist, dass ein Blackout kommen kann. Es kann immer Verkettung von Umständen geben, wo so etwas passieren kann. Und unter Blackout verstehen wir normalerweise... Das klingt so, also wir schalten die 3 Dinge ab und dann ist die Gefahr eines Blackout extrem groß. Das also in der Silvesternacht wird es nicht passieren. Also ich meine, das haben die Analysen auch der Übertragungsnetzbetreiber gezeigt, dass im Endeffekt die 3 AKWs zur Netzstabilität und zur Lastdeckung beitragen können. Also das auf jeden Fall. Preise sollen wir mal dahingestellt lassen, das bringt nicht viel. Das bringt auch nicht wahnsinnig viel an Einsparungen an Erdgas. Das haben hat sowohl der Stresstest gesagt, als auch alle anderen Studien, die ich kenne. Aber hinsichtlich der Lastdeckung, also im Sinne, kann ich die Nachfrage überhaupt decken, die entsteht auf den Strommärkten, und die Stabilität der Netze. Da kann beides dazu was beitragen. Aber das heißt nicht, dass wir ohne das notwendigerweise zu einem Blackout kommen würden. Es wird einfach wesentlich schwieriger und komplizierter, tatsächlich die Netzstabilität aufrechtzuerhalten, und in absoluten Krisensituationen, dann kann es eben tatsächlich auch mal zu einem Blackout kommen. Aber im Moment wird im Prinzip dieses Blackout-Szenario, wenn ich mir das in den Medien anschaue, scheint es eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit zu haben. Ja, das meine ich. Das klingt wie die Apokalypse steht vor der Tür. Genau, und das ist auch übertrieben. Also da muss man sich auch ehrlich machen und auch sagen, und das ist natürlich diese Rhetorik oder die Aussage, dass 10 Millionen Haushalte von diesen AKWs beliefert werden, kann ich auch sagen, 70 Millionen Haushalte werden von erneuerbaren Energien beliefert. So viel haben wir nicht mal, wir haben nur 40 Millionen. Aber so viel Energie stellen die erneuerbaren Energien bereit. Das heißt einfach, diese Rhetorik hört sich so an, als ob die AKWs nun genau die 10 Millionen Haushalte beliefern. Und das ist einfach, sagen Sie ja selber, ist nicht so. Es ist ein Äquivalent für die Leistung, die diese 3 Kernkraftwerke liefern. So viel würden 10 Millionen Haushalte an Strom verbrauchen. Genau so. Mehr ist das nicht. Das heißt also, wenn die AKWs nicht laufen, dann würde es zumindest in einer nicht absoluten Krisensituation einfach von anderen Kraftwerken bedient werden. Ich fand nur, Alexander, der Ton, die Schärfe, die da reinkommt, das fand ich interessant. Auch in der letzten Debatte im Bundestag. Man konnte Robert Habeck sehen, der erkennbar angefressen war. Na gut, auch aber den, ehrlich gesagt... Den Kanzler, der wirklich aus dem Sattel ging. Also wenn wir darüber nicht hart streiten, worüber wollen wir denn dran streiten? Ja. Aber auch. Und ich bin total froh, dass ich am Anfang der Sendung 2-mal Merz kritisiert habe, weil das gibt mir die Freiheit, ihm jetzt noch mal recht zu geben. Wer trifft diese Entscheidung? Ist das nicht eine Entscheidung, die so wichtig ist, dass sie der Kanzler treffen muss? Ja. Da würde man doch sagen, ja. Und das ist nicht passiert. Und das hat Tradition in Deutschland. Also schon der Atomausstieg der Regierung Merkel
Damals gab es ein unionsgeführtes Umweltministerium mit Herrn Röttgen und ein FDP-geführtes Wirtschaftsministerium mit Herrn Brüderle, die sich über Monate bekriegt haben, bis Ronald Profaller, damals Kanzleramtschef, das an sich zog und aus dem Kanzleramt machte. Dann kam Fukushima, alles wieder rückwärts und der Staat hat wahnsinnig viel Geld verloren, weil er Prozesse gegen die Betreiber verloren hat, weil er es nämlich mit heißer Nadel gestrickt hat. Und jetzt ist es ja noch krasser. Jetzt war es ja so, Habecks Ministerium ist ein grünes Wirtschaft und hat am Anfang verhandelt mit dem ebenfalls grünen Umweltministerium, wo Frau Lemke sitzt, die aber vom anderen Parteiflügel kommt. Also wir haben zwei Ministerien, die nach grünen Parteiflügeln sortiert sind. Und es war völlig erkennbar, dass Habeck das viel offener halten wollte und Frau Lemke das ganz schnell zugemacht hat. Und das kann natürlich, da muss ich dann auch sagen, also nichts gegen die Grünen, aber diese Frage ist so wichtig, als dass die vor einem grünen Parteitag zwischen den Flügeln verhandelt wird. Und da finde ich auch, weiß jetzt nicht, ob das so ein Energiesicherheitsrat rein müsste, ich würde einfach sagen, das ist eine Entscheidung mit Richtlinienkompetenz am Ende. Ja, das würde ich auch so sehen. Und dann ist es Kanzler. Ich bin eben sehr skeptisch, ob so eine Art Energiesicherheitsrat tatsächlich viel bringen würde. Der würde mit Sicherheit besetzt werden aus den verschiedenen Ministerien. Wenn ich Pech habe, sind dann noch mehr Köche, die noch mehr im Brei rumrühren. Und gleichzeitig sind alle energiepolitischen Entscheidungen gleichzeitig auch immer sehr stark wirtschaftliche Entscheidungen. Ich meine, die ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben über das Strommarktdesign. Wenn ich mich da einfach hinstelle im Kanzleramt und sage, das mache ich jetzt so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ziemlich viele negative Rückwirkungen hat, extrem groß. Na, da muss im Prinzip immer auch die Konsequenzen weiter mitgedacht werden. Und da hätte ich so ein bisschen Angst, dass wenn ich das einfach per Richtlinienkompetenz entscheide, ohne die Ministerien zu hören, dann würde das auch nicht. Damit da kein Missverständnis entsteht, ist genau der Punkt. Diejenigen, die, ich meine, wir haben den Bundessicherheitsrat. Das ist eine reine Exportgenehmigungsinstitution, die nur darüber entscheidet, ob bestimmte Exportgenehmigungen erteilt werden oder nicht. Mein Punkt ist, dass wir eine Art nationalen Sicherheitsrat in Deutschland bekommen, der sich mit diesen strategischen politischen Fragen unter Einbeziehung aller Ressorts, da müssen die Ressortminister dabei sein. Da muss aber auch mal Sachverstand von außen geholt werden. Und da muss man mal hinter verschlossenen Türen beraten und auch mal vorbereiten, was man anschließend entscheidet. Und dann kommt der Bundeskanzler ins Spiel, der dann aus diesem gesammelten Fachwissen heraus eine Meinung destilliert, die das Kabinett mitträgt und die der Bundeskanzler dann auch vorträgt. Aber es braucht eben doch ein Ministerium, in dem diese Thematik primär angesiedelt ist. Völlig richtig. Und das ist, denke ich, im Wirtschaftsministerium schon sehr gut. Aber lass uns doch jetzt mal so tun, als wäre Friedrich Merz Kanzler. Was ist denn dann zum Beispiel jemand wie Sie, der so sehr an die Kraft des Marktes, der Marktwirtschaft glaubt? Diese Steuer, ja, formerly known as Übergewinnsteuer, jetzt Zufallsgewinn. Und Christian Lindner sagt, Zufallsgewinn nehme ich, Übergewinnsteuer auf gar keinen Fall. Weil sowas gibt es gar nicht. Was würden Sie denn machen? Naja, und jetzt hat der gäb's eine Zufallssteuer, also einen Zufallsgewinn bei Ihnen? Der Bundeskanzler hat das jetzt, der hat das jetzt an die EU-Kommission delegiert. Die sollen das jetzt machen. Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Ich halte das für hochproblematisch. Natürlich gibt es diese diese Zufallsgewinne. Sowas gibt es aber immer wieder. Sie würden das nicht in anderen Situationen. Ich meine, schauen Sie, CureVac und BioNTech haben auch riesen Zufallsgewinne gemacht. Das sind doch keine Zufallsgewinne. Ja, selbstverständlich, das sind Zufallsgewinne, weil sie eine tolle Erfindung gemacht haben, die jetzt durch die Corona-Pandemie. CureVac hat sehr viel Geld verloren. Ja gut, aber BioNTech hat sehr viel Geld verdient. So, und da sehen Sie, wie unterschiedlich die Risiken verteilt sind. Das meine ich. Dies ist ja ein anderer Fall. Genau. Nochmal, das Abschöpfen, ich bin gespannt, wie es denn geht. Ich bin nicht vom Ergebnis her nicht dagegen. Ich sehe nur keinen Weg, der auch rechtsstaatlich einwandfrei geht. Ja, man wird es wahrscheinlich, jetzt sage ich mal meine Meinung dazu, man wird es wahrscheinlich mit dem Unternehmen entscheiden müssen und nicht gegen die Unternehmen durch Gesetze. Ich glaube, dass die Gesetze hochgradig anfechtbar sind. Nochmal, Sie sind jetzt Kanzler, Sie sitzen jetzt da, es geht um die soziale Frage, es geht um die Frage, was empfinden Menschen da draußen als gerecht. So, die erste Entscheidung. So, dann lesen Sie diese Umfrage, auf die Sie nicht hören, aber und die Sie auch nicht weiter interessiert, aber Sie lesen sie trotzdem und da steht drin, die Leute empfinden das als wahnsinnig ungerecht. Das ist doch 80% der Deutschen sagen, was für eine Sauerei. Genau, da sind Mineralölkonzerne, die greifen sich jetzt Milliardengewinne ab, Zufallsgewinne. So. Und anders als bei BioNTech, kein Risiko eingegangen. Dieses Geld kam einfach so reingeregnet, weil die Situation so ist, wie sie ist. Also, was machen Sie? Drei Schritte. Erstens, ich hätte diese Gasumlage verhindert.
Das hätte ich nicht akzeptiert. Sondern ich hätte gesagt, wir machen über die Unternehmen, die es wirklich brauchen, nicht über die, die da auch wieder Zufallsgewinne bekommen. Ich hätte über die Unternehmen, die es wirklich brauchen, eine Art Schutzschirm gemacht, so wie wir das bei der Lufthansa gemacht haben, so wie wir das in der Bankenkrise... Staatsbeteiligung. Banken, nicht Staatsbeteiligung, Schutzschirm, das geht mit verschiedenen Wegen, allerdings auch mit einer Haftungskaskade. Erst das Eigenkapital, dann das Fremdkapital, dann das Steuergeld und nicht andersherum. Das wäre mein Weg gewesen für das eine Unternehmen, das vor allen Dingen betroffen ist. Zweiter Weg, ich hätte in der Tat darüber nachgedacht, ob man so eine Art Gasdeckel im Großhandelspreis machen kann, also einen Preisdeckel auf das Gas legt. Das ist auch ein Vorschlag, der in der Energiewirtschaft, müssen Sie gleich Ihre Meinung auch noch mal zu sagen, wäre ich sehr daran interessiert zu wissen, wie Sie das sehen, auch das Design möglicherweise ändern. Also wir haben ja im Augenblick das Problem, dass der Gaspreis den Strompreis bestimmt durch dieses Merit-Order-System. Und drittens hätte ich versucht, denjenigen Haushalten konzentriert zu helfen, die diese Hilfe wirklich brauchen und nicht mit der Gießkanne 300 Euro für jeden. Okay, war noch keine Antwort auf meine Frage. Doch, Zufallsgewinne schöpfen Sie ab, oder diese nicht? Zufallsgewinne, also da würde ich mir gerne mal, ich hätte die Unternehmen eingeladen zu einem Gespräch, wie man dieses Problem möglicherweise einvernehmlich lösen kann. Und mit den Maßnahmen, die ich vorher beschrieben hätte, wären diese Zufallsgewinne möglicherweise gar nicht in der Höhe entstanden. Darf also wenn Sie einen Deckel keine drauflegen... Antwort auf die Frage. Doch, natürlich. Also nochmal, ich habe Zweifel daran, ob es einen rechtsstaatlich einwandfreien Weg gibt, solche Gewinne durch Steuern abzuschöpfen. Ich glaube nicht, dass die EU Wenn es denn geben würde? Dann würde ich ihn gehen. Aber nochmal, da bin ich zu sehr jetzt auch jemand, der das auch verfassungsrechtlich sieht. Wir müssen so etwas einwandfrei machen. Wir haben eben über die Abschaltung der Kernkraftwerke gesprochen. Da hat der Staat Milliarden Entschädigungsleistungen zahlen müssen. Warum? Weil er laufende Betriebsgenehmigungen rechtswidrig widerrufen hat. So, ich möchte nicht in eine vergleichbare Situation in diesem Falle wiederkommen. Man muss es rechtsstaatlich einwandfrei machen. Wenn es einen Weg gibt, ja. Nochmal, das kann doch nicht sein. Ja, klarer kann es doch nicht sein. Sie sind Jurist. Ja, eben deswegen. Das kann man doch regeln, Entschuldigung. Andere Länder kriegen das doch genauso Nein, hin. Es kriegen andere Länder nicht hin. Die Behauptung, die hier immer aufgestellt wird, ist falsch. In Spanien ist es gescheitert und in Italien gibt es eine Klagewelle dagegen. In Spanien war es schwierig im ersten Anlauf und im zweiten und funktioniert es. Und in Italien wird geklagt dagegen von allen betroffenen Unternehmen. Das sollten wir uns ersparen. Ich sage es Ihnen genau aus diesem Grund. Das Problem ist da, es ist in der Tat ein Übergewinn, ein Zufallsgewinn, aber ihn einfach mal ebenso abzugreifen, das ist übrigens eine Formulierung von Herrn Habeck, abgreifen. Ne? Abgreifen tut kein Rechtsstaat. Ein Rechtsstaat erhebt Steuern auf einen klar definierten Tatbestand und diese Steuern werden dann rechtsstaatlich einwandfrei erhoben und eingetrieben, aber sie werden nicht abgegriffen. Das ist der Unterschied zwischen Herrn Habeck und mir, auch im Denken, was einen solchen Sachverhalt betrifft. Reden wir gleich noch mal drüber. Frau Pittel, also Gasdeckel war das eine Stichwort und das andere waren die Zufallsgewinne. Die juristische Komponente, die kann ich jetzt nicht beurteilen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also da werde ich mich auch nicht zu äußern. Ich habe eher Bedenken hinsichtlich der Folgen, die das tatsächlich auch für den Energiemarkt hat. Also ein Gasdeckel in dem Sinne... Auf den Großhandelspreis, nicht unten, sondern Großhandel. Ja, ja, ne? Das ist jetzt eben genau die Frage. Ne? In der Stromerzeugung oder... Im Handel von Erdgas? Beides ist denkbar. Beides ist eine Option. Im Handel von Erdgas kann man sich's überlegen. Man kann auch überlegen, ob man mit Zöllen etc. Steuern arbeitet. Mhm. Muss aber damit, ich glaube, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass tatsächlich Putin dann endgültig sagt, jetzt kommt nichts mehr. Kommt ja sowieso kommt nichts, ja aber nichts dann wird wahrscheinlich dann endgültig nichts mehr kommen. Ich glaube, das muss man sich einfach bewusst sein. Und deswegen bin ich auch sehr skeptisch, dass das auf EU-Ebene einheitlich entschieden wird. Im Strombereich bin ich weitaus skeptischer. Denn im Endeffekt, Sie haben völlig recht, es ist ja das Gaskraftwerk das Letzte, was den Strompreis setzt. Das heißt, wenn man da einen Deckel drauf setzt, dann hat man natürlich sehr schnell das Problem, dass die Nachfrage insgesamt größer sein wird als das Angebot. Und dann habe ich nämlich das Problem, dass ich irgendwann zu Blackouts komme. Beziehungsweise eben künstlich irgendwelche Abnehmer, also zum Beispiel Betriebe, runterregeln muss. Und die Diskussion ist ja momentan eigentlich eher in die Richtung, dass ich Gas eben nicht deckle, aber alles andere deckle. Dort, wo zum Beispiel jetzt im erneuerbare Energienbereich, die relativ geringe oder gar keine Kosten haben für jede weitere erzeugte Stromeinheit, aber jetzt sehr hohe Preise bekommen, dass die besteuert werden, dass Braunkohle entsprechend besteuert wird. Steinkohle schon viel, viel schwieriger. Das ist ja im Prinzip die Überlegung. Also so wie ich es verstehe und dann darüber im Prinzip zu sagen, wir setzen einen Deckel und darüber geht alles weg. Also quasi eine Besteuerung von 100%. So verstehe ich es, vielleicht verstehe ich es auch falsch. Und das hat eine ganze Menge potenzielle, auch schlechte Konsequenzen für den Strommarkt. Ich meine, die Einnahmen, die ich daraus generiere, die sind auf jeden Fall momentan sehr willkommen. Und ich würde Ihnen auch zustimmen, dass die Unternehmen, als sie investiert haben,
nicht damit gerechnet haben, diese Gewinne zu kriegen. Also ist insofern ist jetzt nicht so, dass ich investiert habe mit der Aussicht, solche Gewinne mache ich mal. Insofern ist auch die Frage, inwieweit hindert das zukünftige Investitionen? Weil das ist, was muss man sich wirklich überlegen. Sehr genau überlegen. Ja. Und da ist natürlich immer die Gefahr, wenn ich quasi willkürlich etwas einführe, dass es dann im Endeffekt zukünftige Investitionen zurückhält. Hier muss man wirklich Kosten-Nutzen abwägen. Ja. Aber in der aktuellen Situation habe ich auch das Gefühl, die Nutzen gehen immer weiter hoch und die potenziellen Kosten gehen weiter runter. Aber eben vernünftig gemacht. Politisch, Alexander, ist die Sache klar. Die Leute empfinden das als große Ungerechtigkeit. Ja, aber, die sagen, wir zahlen jetzt eine Gasumlage. Ehrlich gesagt, darüber haben wir uns neulich schon mal in dieser Sendung gestritten. Ja. Die Idee auf die Stimmung des Volkes, jetzt eine Steuergesetzgebung zu setzen oder ein Marktdesign, das kann nur in die Grütze gehen. Das sollte man auf keinen Fall tun. Weil das ist wirklich alles schwierig genug. Also ich bin auch bei der wirtschaftsweisen Frau Grimm. Das ist, also ein Markt macht man schnell kaputt. Und ja. Also Sie wären auch nicht für eine Übergewinnsteuer oder für eine Besteuerung von Zufallsgewinnen. Da bin ich ja auch nicht schon mal hier untergegangen mit. Aber also die Idee, dass der Bundestag mit Mehrheit entscheidet, welche Gewinne sind okay und welche sind nicht okay. Was ist ein Übergewinn und was ist kein Übergewinn? Das ist glaube ich, nicht gut. Und also vielleicht auch nur zur Erklärung auch für die Zuschauer, auch diese Gewinne, die da zusätzlich entstehen, werden natürlich ohnehin besteuert. Sie unterliegen der ganz normalen Besteuerung. Körperschaftsteuer, wenn es Personengesellschaften sind, Einkommensteuer, Gewerbesteuer. Naja, jetzt sagen wir so, diese Gewinne werden ja alle mit 40%, 35%, 40% besteuert. Auch die zusätzlichen hohen Gewinne lösen hohe Steuereinnahmen aus. Wir sprechen jetzt nur noch mal über die Frage, kann man dann noch mal oben was drauf? Von denen der Einzelne zu Hause nichts hat. Nee, aber das hilft dem Staat. Aber auch vom Rest hat er nichts, das nimmt alles zunächst mal der Staat ein. Ja. Also von der Übergewinnsteuer hat der Haushalt erstmal gar nichts. Also wie es jetzt vorgesehen ist, bleibt der Strommarktpreis der gleiche. Nur die Gewinne gehen nicht alle an die Unternehmen, sondern gehen zum Staat, der sie dann nutzen kann, um andere Dinge zu finanzieren. Okay, verstanden. Eine andere Frage in dem Zusammenhang. Sie sagen, also an der Stelle sind Sie sehr skrupulös und sagen, Markteingriffe schwierig. Strompreis würden Sie deckeln. Nur zur Erklärung. Die deutsche Industrie, sagen Sie, es stimmt ja auch, zahlt seit Jahren die höchsten Strom- und Energiepreise der Welt. Und das geht so nicht weiter. Und im Moment sind wir dabei, tatsächlich vielen Unternehmen wirklich den Saft abzudrehen. Ja. Sie würden das deckeln, den Strompreis. Jetzt lassen wir mal zwischen Markteingriffen und einer akzeptablen Steuergesetzgebung unterschreiben. Die Steuergesetzgebung richtet sich in Deutschland nach Regeln. Und hier gilt insbesondere der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. In keinem Land der Welt wird so auf die Gleichmäßigkeit der Besteuerung geachtet wie in Deutschland. Da kommt die Verfassung ins Spiel. So, das ist aber eine Frage unserer Rechtsetzung und Rechtsprechung. Die Frage eines Markteingriffes ist eine völlig andere Frage. Natürlich muss auch ein Markteingriff rechtmäßig sein und überprüfbar bleiben. Aber die Frage, wie wir in das Design eingreifen, wie der Strompreis entsteht, ist eine Frage, die, finde ich, ist legitim gestellt. Die ist legitim gestellt, sollte aber nicht von einem Tag auf den anderen beantwortet werden. Weil dann laufe ich Gefahr, dass ich tatsächlich zum Beispiel so Kapazitäten von billigen Stromerzeugung zurückhalte und das Ganze noch mal teurer wird. Und ich werde noch mehr Gas verbrauchen. Das will ich ja auch nicht haben. Mhm. Und ich meine, man sollte auch aufpassen, was man hier zusammenbringt. Das eine ist ja wirklich die Frage, wie gehe ich mit der Erzeugungsseite um? Wo deckle ich da? Wo nehme ich da Steuern ein? Die andere Seite ist, wie gestalte ich eigentlich die Leute, also welche Preise gebe ich weiter an die eigentlich Strom nachfragen? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stand in Ihrem Papier auch drin, 4 Cent für Industriekunden. So eine Art, so wie der Bundeskanzler es mal zugesagt bei aktuell hat. Ne? War eine 40, Zusage des Bundeskanzlers. Ja, da waren allerdings der Preis auf den Spotmärkten, also auf den Strommärkten, ich glaube 8 Cent. Jetzt aber 40 Cent. Das heißt, wir hätten 36 Cent pro Kilowattstunde und da sind noch keine Steuern, keine Netzgebühren, gar nichts mit drin. Was würde das kosten? Viel. Wie viel? Haben Sie es mal ausgerechnet? Ja, wenn man Pi mal Daumen. Also da kriegen wir bestimmt 30.000 Zuschriften von 30.000 Zuschauern. Und das ist auch sehr legitim, dass das vielleicht nicht hinten und vorne stimmt. Aber wenn man sich das anschaut, meinetwegen 4 Cent, 40 Cent pro Kilowattstunde mal einfach die gesamte Menge an Strom, die die Industrie verbraucht, was ungefähr 50% unseres gesamten Stroms sind, dann ist man schnell in der Dimension von 40 bis 80 Milliarden. Ja. Das ist eine Hausnummer. 40 bis 80 Milliarden. Ja, also ich habe 80 Milliarden rausgeguckt. Ich gebe ein bisschen runter. Aber man kann sich vorstellen, wenn ich bei 4 Cent bin, habe ich überhaupt keinen Anreiz mehr, Strom einzusparen.
Gut, wir haben es ja auch nur für eine gewisse Grundlast gesagt, insbesondere für die energieintensiven Betriebe. Also wir müssen Industrie. Ja, wir müssen vor allen Dingen schauen, dass wir jetzt für die kleinen und mittleren Unternehmen was tun. Ja, also die berühmte Bäckerei, die mit dem Rücken zur Wand steht, denen eine solche Hilfe zukommen zu lassen. Die sparen heute schon jede Kilowattstunde ein, die sie einsparen können. Das würden sie aber dann nicht mehr machen. Das würden sie mit Sicherheit immer noch machen. Also wir können uns gerne über 4 Cent oder über 12 Cent unterhalten, aber nicht über die Größenordnung, die wir im Augenblick haben. Unser Punkt ist, wir müssen den Unternehmen jetzt in dieser Situation eine Hilfestellung anbieten, damit die Preise da nicht durch die Decke gehen. Und deswegen haben wir von zwei Seiten gesagt, oben deckeln und unten helfen. Okay. Ja, das war die Idee, die wir bei uns haben. Aber die politische Message, wenn ich im Endeffekt den Unternehmen 4 Cent geben würde, was momentan auch auf, wenn ich es richtig überblicke, zumindest in Europa, auf keinem anderen, in keinem anderen Land irgendwo auch nur annähernd der Fall ist, also überall höher, muss man ja auch sagen. Also die 4 Cent stammen aus einer anderen Zeit. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber wenn man das im Endeffekt versucht durchzusetzen, plus die ganzen auch Vergünstigungen für die Haushalte, für die kleinen, mittleren Unternehmen, plus was noch alles drinsteht, auch in dem Papier, und dann alles runternimmt, was an Steuern weniger eingenommen wird, ich frage mich, wie man das finanzieren soll. Das ist ja, mir also, echt aber Herr Lanz hat eben einen Punkt richtigerweise angesprochen. Wir hatten ja auch schon vor der Krise die höchsten Energiekosten ganz Europa. Nicht? Und vergleichen Sie mal die Energiekosten, die wir zurzeit in der Krise haben, mit den Energiepreisen, die wir auf anderen Kontinenten der Welt haben. Was in Amerika los ist, was in Asien los ist. Das war aber immer schon etwas, wo wir nie mithalten konnten. Wir haben nun mal nicht die gleichen Möglichkeiten wie Amerika zum Beispiel. Also wo wir nicht mithalten konnten oder nicht mithalten wollten. Mhm. Wir haben hier in Deutschland die Industrie, Strompreise, die Energiepreise für die Industrie und die privaten Haushalte massiv durch Steuern und Abgaben angehoben. Wir haben hier die höchsten Strompreise gehabt, nicht wegen der hohen Energieerzeugungskosten, sondern wegen der hohen Abgaben. Unter anderem der EEG. EEG-Umlage, Kraftwärmekopplung, obendrauf überall nochmal die Mehrwertsteuer. Nicht? Sich da wirklich genau zu überlegen, wie ich diese Absteuern und Umlagen finanziere, bin ich absolut bei Ihnen, war ich auch immer schon absolut bei Ihnen. Aber trotzdem haben die Amerikaner natürlich zum Beispiel mit ihren massiven Erdgas- und Erdölvorkommen natürlich schon noch einfach einen Vorteil. Die wir auch hätten, wenn wir nutzen würden. Sie als Kanzler, Herr Merz, mal ganz kurz dazu auf Antwort. Wir müssen aber auch aufpassen, würden wir die gleichen Umweltregulierungen und Richtlinien wie in den USA einführen? So. Nämlich eigentlich erstmal gar nichts, um dann mal zu gucken, was da rauskommt. Das wäre nicht der gleiche Preis bei uns. Ja, das ist wahr. Ich habe mir in Amerika und in Kanada diese Vorkommen angeschaut und auch angeschaut, wie die da genutzt werden. Ja. Naja, nein, das ist also mittlerweile gibt es auch Fracking-Methoden, die sehr umweltschonend sind. Die sind auch ein Stück teurer. Aber wir müssen uns schon irgendwann mal entscheiden, ob wir über LNG-Terminals Fracking-Gas aus Amerika und Kanada hierher holen, mit hohen Kosten, oder ob wir möglicherweise die eigenen Vorkommen mal nutzen. Das heißt, Sie würden Fracking in Deutschland machen? Ich würde es zurzeit nicht machen. Es ist zurzeit auch nicht erlaubt. Aber erlaubt sein muss. Sie sind Bundeskanzler, Herr Merz. Entschuldigung. Würden Sie es erlauben? Einfach zu Ende sprechen, dann würden Sie meine Antwort bekommen. Okay. Ich würde die Diskussion darüber führen und sage immer, wir müssen so etwas dann mit der Bevölkerung und nicht gegen die Bevölkerung entscheiden. Ich würde es nicht erlauben unter dicht besiedeltem Gebiet. Aber dort, wo es abbaubar wäre, müssen wir es jedenfalls in Deutschland erwägen. Völlig klar. Wo denn dann? Wo ist denn Deutschland Die großen Vorkommen liegen in Niedersachsen und in den Niederlanden. Ja, da haben wir große Erdgasvorkommen. Die wären sogar für mehrere Jahre ausreichend, um sämtliche Ausfälle, die wir jetzt aus Russland haben, zu kompensieren. Aber es würde auch eine Weile dauern, bis wir es überhaupt... Es würde dauern. Wattenmeer? Also im Wattenmeer würden Sie Fracking machen? Herr Lanz, Sie bringen mich jetzt hier nicht aufs Glatteis. Wieso? Das sind doch die Vorkommen, von denen Sie sprechen. Keines dieser Vorkommen würde ein Problem heute lösen. Keines. Nee, ich will nur wissen, ob Sie es für die Zukunft mit Blick auf Zukunft den Energiehunger dieses Landes machen. Für die Zukunft müssen wir die Frage beantworten, ob wir mit hohen Transport- und Umweltkosten gefracktes Gas aus den USA hierher transportieren oder ob wir die eigenen Möglichkeiten, die wir haben, nutzen. Das deswegen noch mal die Frage, würden Sie das tun? Ich würde die Diskussion darüber führen. Das können Sie nicht ex cathedra entscheiden. Am Ende des Tages entscheidet das ein Parlament und nicht ein Bundeskanzler. Würden Sie dafür stimmen? Ich würde es jedenfalls mir genau anschauen in Deutschland, so wie ich es in Amerika auch gemacht habe, und würde für mich die Frage beantworten, geht's oder geht's nicht. Und damit würde ich vor die Öffentlichkeit gehen. Also heute wissen Sie das noch nicht. Ich kenne die Vorkommen im Einzelnen nur aus den Landkarten. Ich würde mir es an Ort und Stelle anschauen und würde auch mit der Bevölkerung darüber eine Diskussion führen. Wollen wir das oder wollen wir das nicht?
So, mehr können Sie von mir nicht erwarten. Mehr bekommen Sie auch nicht. Sie sind Oppositionsführer, Sie sind eine Partei, die sich sozusagen als staatstragend empfindet. Sie müssen auch eine Meinung zum Fracking haben. Ich habe eine Meinung, die ist grundsätzlich positiv. Ich sehe allerdings auch die Nachteile, die damit verbunden sind. Schauen Sie sich mal die Stadt Groningen an. Da gibt es erhebliche Gebäudeschäden. Ja. So, solche Fragen muss man diskutieren. Und die können Sie nicht einfach in einer Fernsehsendung beantworten. Das muss man in Ruhe besprechen. Ich würde dafür werben, dass wir das Ergebnis offen diskutieren. Nicht von vornherein Nein sagen, aber auch nicht von vornherein Ja. Okay, das heißt, Sie geiseln die Regierung für die verfehlte Energiepolitik, aber sagen jetzt, ob wir das dann wirklich machen können, weiß ich nicht. Die Unterscheidung machen zwischen dem, was wir jetzt heute für einen akuten Notstand brauchen und dem, was wir langfristig an Energieversorgung für diese Volkswirtschaft brauchen. Mhm. Den Unterschied müssen wir aber noch gestalten. Ja, aber wir werfen jetzt gerade den Blick in die Zukunft. Das ist interessant, ne? Herr Alexander. Naja, wenn Herr Merz jetzt deutlicher werden würde, hätte er nach der Sendung einen Anruf von Bernd Altusmann, der in Niedersachsen Ministerpräsident ist. Darum geht's. Und da ist ihn, aber das ist ja kleine Münze. Bald ist Wahl. Aber ich finde, wir brauchen schon mal eine Debatte darüber in Deutschland. Ja, finde ich auch. Weil mittlerweile, also wir holen Fracking-Gas aus anderen Ländern, machen aber selber kein Fracking. Ja. Wir holen Atomenergie aus anderen Ländern, Scholz machen aber selber keine. In Norwegen, da war ich dabei. Und dann hinterher kommt raus, unter anderem ist am Rande ein Vertrag verhandelt worden, dass wir CO2, das die Industrie bei uns abscheidet, also rausholt, nach Norwegen bringen, die es da unter die Nordsee packen. Bei uns ist die Forschung dazu verboten. Und also irgendwann ist es so, und das ist klimamäßig ist das ja alles Quatsch, weil das Klima ist ja die ganze Welt. So, und da haben wir schon ein System gebaut bei uns, dass wir alles sozusagen ins Ausland verlagern. Nee, wir sind moralisch makellos und sind dafür bereit, irgendwie mit diesen Lebenslügen durch die Gegend zu gehen. Da ist es schon so, ich glaube, das kommt an sein Ende. Wobei ja viel an sein Ende kommt. Ich meine, was haben wir den anderen Europäern immer gepredigt, wie toll unser Erneuerbare-Energien-Gesetz ist? Und jetzt stellen wir Schiffe auf, die Öl verbrennen, um daraus Strom zu machen. Also das, was sonst nur Dritte Weltländer machen. Ja gut, aber da bin ich jetzt erstmal bei Herrn Merz. Das wäre hier zwischen der ganz kurzen Frist und der Mittelfrist schon mal unterscheiden. Aber da wird eben teilweise auch dann die Fracking-Debatte sehr schnell genutzt, um die in die kurze Frist einzubringen. Das können wir in 6 Monaten wir da. Ist doch sinnlos. Ist völlig sinnlos. Und das muss man auch mal laut sagen. Das ist nichts, was uns in der akuten Situation jetzt helfen kann und retten kann. Okay, aber der Blick zurück hilft vielleicht. Herr Merz, Sie haben dieser Tage Robert Habeck Lobbyismus vorgeworfen. Und haben ihm gesagt, er sei umzingelt von lauter grünen Ideologen. Ja. Das finden Sie? Naja, ich sag mal so, er hat das Wirtschaftsministerium besetzt durch die Riege der Staatssekretäre und die Abteilungsleiter mit Leuten, die alle aus der Ökobewegung kommen. Das ist in der Tat eine starke Ökolobby, die da vorhanden ist und die auch mitverantwortlich dafür sind, dass wir jetzt diese Probleme haben und dass darüber nicht ordentlich entschieden wird. Klar. Und wer ist dafür verantwortlich, dass wir bei auch erneuerbaren Energien so dermaßen schlecht aufgestellt sind? Also sehen wir denn da wirklich so schlecht aus? Ja, offensichtlich. Wir reden ja schon den ganzen Abend darüber, dass wir auf Blackouts zulaufen. Nein, Moment mal, langsam. Also Deutschland ist dass wir zu hohe Energiepreise haben. Wir haben ein Problem. Ja. Ja, natürlich haben wir ein Problem. Aber diese Erzählung, dass wir im Bereich der Erneuerbaren nichts getan haben, ist doch auch eine völlig falsche Erzählung. Wir haben da zu wenig. Übrigens, wir haben versagt. Nein, also diese Einschätzung teile ich überhaupt nicht. Darf ich es kurz begründen? Ja. So. Philipp Rösler war Wirtschaftsminister. Ja. Das war der Moment, in dem in Deutschland die Solarindustrie gestorben ist. Wir waren Weltmarktführer. 90% Weltmarktanteil. Das Problem, dass wir waren mal richtig gut. Reden wir und wir jetzt waren über ausnahmsweise die, mal ganz weit vorne. Reden wir, Photovoltaik. Reden wir jetzt über die Herstellung dieser Anlagen oder reden wir über die Nutzung der Energie, die daraus kommt? Nein, wir reden über die Herstellung der Photovoltaikpaneele. Das können Darüber Sie dann aber gleich auch für die Windenergie mit teilweise jedenfalls sagen. Genau. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben über viel zu lange Zeit viel zu hohe EEG-Umlagen erhoben und viel zu hohe Vergütungen bezahlt. Herr Merz, das ist doch totales politisches Versagen, wenn wir eine Technik entwickeln, die wir jetzt so dringend bräuchten. Ja. Wir entwickeln das, wir stecken da unendlich viel Geld rein. Wir sind ausnahmsweise mal vorne, 90% Marktanteil weltweit. Und dann sehen wir zu, wie die Chinesen diesen Markt sozusagen von hinten aufrollen. Ja, weil wir einfach zu teuer geworden sind. Und weil wir zu hohe Vergütungssätze bezahlt haben. Aber das ist doch Politik, an dem Punkt mal einzugreifen und zu sagen, da sehe ich eine Entwicklung und das geht in die grundsätzlich falsche Richtung. Können wir mal die Unterscheidung treffen zwischen
der Herstellung dieser Anlagen. Ich rede nur über die Herstellung. So, an der Stelle bin ich bei Ihnen. Wir haben zu lange zu hohe Vergütungssätze bezahlt. Damit sind die Hersteller in Deutschland zu lange zu fett geworden und sind nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen. So, dann haben die Chinesen und andere gezeigt, wie es besser geht. Und plötzlich waren die Chinesen auf dem Markt und wir haben es gesehen, dass wir es falsch gemacht haben. So, und warum? Ich meine, Sie sind die CDU. Die Wirtschaftskompetenz auf zwei Beinen. Aber sozusagen. Sie haben gerade Herrn Rösler zitiert und das war der Bundeswirtschaftsminister, den die FDP gestellt hat. Aber es war eine CDU-Kanzlerin. Ja, es war aber auch zwischendurch 4 Jahre FDP dabei. Es waren 8 Jahre, 12 Jahre. Das heißt, Sie haben nichts damit zu tun. Also, Herr Lanz, weil ich mir einfach diese Geschichte nicht erzählen lasse, 16 Jahre Merkel-Regierung wäre an allen Problemen dieses Landes schuld. Da waren immer andere mit dabei und in den letzten 20 von 24 Jahren waren Sozialdemokraten an der Regierung. Das ist nicht Ihr Ernst, wenn Sie das so sagen. Ja, das ist mein tiefer Ernst. 20 von 24 der letzten Jahre waren Sozialdemokraten in Deutschland in der Regierung. Davon haben sie sogar mal einen Bundeskanzler gestellt. Aber Sie haben diese Regierung geführt. Ich habe sie nie geführt. Sie nicht, aber die CDU war in der Regierungsverantwortung. Aber das hat doch alles Frau Merkel nicht alleine entschieden. Also Entschuldigung, den Verkauf der Gasspeicher hat Sigmar Gabriel gemacht und nicht Frau Merkel. Haben Sie ein Veto von Frau Merkel gehört dazu? Nein, aber das würde sie heute wahrscheinlich einlegen. Ja, würde sie heute vielleicht einlegen. Müssen Sie sie nachfragen, nicht mich. Ich meine nur, also wenn man da so aber steht. Herr Lanz, was nutzt das jetzt, nur die Fehler der Vergangenheit zu beschreiben? Wir müssen doch jetzt sehen, dass wir aus der Lage, in der wir sind, ja. Schönes Jugendbild von uns beiden, nützt alles nichts. Wir sind jetzt im September 2022 und wir müssen jetzt die Probleme dieses Landes lösen. So, und da finde ich, darf ich das mal sagen, wir sind als Opposition da in der Kritik hart. Aber wir führen eine Auseinandersetzung im Deutschen Bundestag, wo sie hingehört. Und wir haben der Regierung immer die Hand ausgestreckt und haben gesagt, wenn wir helfen können und sollen, dann tun wir das. Und bis hin zu Sondersitzungen im Sommer. Wir haben wirklich, also konstruktiver geht es nicht mehr. Das klingt, Herr Alexander, so selbstlos. Nee, ich finde, da waren wir ein bisschen entwöhnt in den Merkel-Jahren. Und das ist ausnahmsweise nicht die Schuld von Frau Merkel, weil wir diese großen Koalitionen hatten. Es war ja immer so, Frau Merkel stellte ihre Regierungspolitik vor. Dann kam die AfD und hat eine so massive Kritik gemacht, eigentlich an unserer ganzen Gesellschaft. Und dann kamen die Grünen und haben gesagt, Frau Merkel, alles super, aber machen Sie noch schneller. Und das ist ja eigentlich beides nicht die Funktion von Opposition. Eine Opposition muss staatstragend sein, aber regierungskritisch. Mhm. Klingt jetzt so ein bisschen seminarmäßig. Und den Grad muss man gehen. Und ich glaube, ja, bemüht sich die Union ja in den wesentlichen Fragen, Sondervermögen, also Russlandkurs, ist man ja beieinander. Und das ist auch wichtig, weil zum Beispiel, nehmen wir mal Italien, die haben eine neue Wahl und wir wissen nicht, wie wird die Russlandpolitik, wenn die Rechte gewinnt. Wenn wir jetzt einen Regierungswechsel hätten, würde die Ukraine-Russlandpolitik im Wesentlichen weitergehen. Und das ist auch eigentlich klassisch bundesrepublikanisch, das kann ich nicht kritisieren.